Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute scheint ja der Tag der großen Danksagung zu sein, der pathetischen Worte. Und an diesem Punkt muss ich sagen, da ist bei mir das genau gegenteilige Gefühl vorherrschen, nämlich ich bin wütend, sauer, traurig, enttäuscht, entsetzt, dass das an dieser Stelle hier nicht möglich war. Wir haben im Nachgang der Verfassungskommission auch noch mal hart gerungen, vielleicht auch um Unterschiede deutlich zu machen und insbesondere an die CDU und an die FDP noch mal die Hand ausgestreckt, um hier in diesem anderen Verfahren zu sagen, wir nehmen das Alter aus der Verfassung raus, um uns danach über die einfachgesetzliche Regelung im Wahlgesetz zu unterhalten. Diese Hand haben Sie ausgeschlagen, ignoriert, weggewischt. Und das auf dem Rücken der Jugendlichen, die für die Zukunft von Nordrhein-Westfalen so wichtig sind. Wirklich bitter. Und diese Enttäuschung, die ich gegenüber CDU und FDP habe, die müssen Sie auch den Jugendverbänden erklären. Die müssen Sie auch den Jugendlichen erklären, wie Sie das nicht zulassen konnten. Wir wissen, dass FDP in Schleswig-Holstein beispielsweise eine flammende Fürsprecherin für das Wahlalter 16 ist und das auch mit umgesetzt hat. Und hier in Nordrhein-Westfalen ging da gar nichts. Wir danken nämlich den Jugendverbänden, ich möchte den Jugendverbänden ausdrücklich danken, für die vielen Veranstaltungen, für die Postkartenaktionen des BDKJ und für die vielen kreativen Ideen, um auch Jugendliche zu beteiligen und an den Diskursen sich einzubringen. Das war auch für uns sehr hilfreich, und ich hoffe, dass viele von Ihnen das auch angenommen und verfolgt haben. Deshalb bleibt zum Schluss noch einmal alle Argumente für das Wahlalter 16 zu nennen. Und Herr Jostmeier, das, was Sie argumentiert haben, ist haltlos. Wir haben eindeutig die Bertelsmann-Studie vorliegen, die deutlich macht, je früher junge Menschen an Wahlen, an originärer demokratischer Beteiligung eingebunden werden, desto nachhaltiger wirkt sich das auf ihre Wahlbeteiligung aus. Und es fragt niemand, wie die politische Bildung der 62- bis 64-Jährigen ist. Es fragt niemand, wie die Wahlbeteiligung der 35- bis 37-Jährigen ist. Niemand interessiert das. Aber bei den 16- bis 18-Jährigen möchten Sie das zerfleddern. Nein, laden Sie diese Menschen mit ein. Sie sind die Zukunft. Und Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kern? Von Herrn wem? Herrn Kern. Natürlich, Walter. Wo ist er? Ich sage mal einfach Herr Kern. Frau Kollegin, bitte schön, Herr Kollege Kern. Frau Kollegin, besten Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich weiß nicht, ob Sie an dem Tag gefehlt haben, wo der Landesjugendrat in einer Anhörung verneint hat, dass das Wahlrecht für 16-Jährige... Nein, das haben die nicht gesagt. Das, gerne. Sie haben sehr deutlich das gesagt. Ich wollte Sie dann bitten, noch mal zu zitieren. Können Sie zitieren aus dem Protokoll, was der Landesjugendrat dort gesagt hat? Lieber Walter Kern, selbstverständlich weiß ich, dass der Kinder- und Jugendrat NRW als ein Gremium der gewählten Kinder- und Jugendparlamente vor Ort sich differenziert geäußert hat. Aber der Kinder- und Jugendrat ist kein Jugendverband im originären Sinne der Jugendverbandsarbeit, sondern Lass mich ausreden. Sie sind natürlich nur ein Teil, weil wir wissen, dass es Kinder- und Jugendräte, Kinder- und Jugendparlamente noch leider nicht in allen Kommunen gibt. Und ich würde alle bitten, in Ihren Kommunen dafür zu werben, demokratische Prozesse anzustoßen, damit es mehr Kinder- und Jugendparlamente und Räte gibt und andere Formen der Beteiligung. Wir wissen aber auch, dass der Vorstand im Kinder- und Jugendrat da auch bunt zusammengesetzt ist und da natürlich auch politische Positionen vertritt. Beispielsweise, wie ich es bei den klassischen großen Verbänden der Verbandsarbeit so nicht sehe. Deshalb ist mir deren Stimme auch besonders wichtig. Die Stimme der Jugendverbandsarbeit, die Stimme der Jugendsozialarbeit, die Stimme der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist da sehr eindeutig. Vielen Dank. Frau Hanses, vielen Dank. Sie haben noch eine Zwischenfrage, wenn Sie sie annehmen möchten, von Herrn Korfkes. Ja? Ja, sehr gerne. Gut, natürlich. Dann, Herr Korfkes, haben Sie das Wort. Ja, ich habe erst mal mich zu bedanken dafür, dass die Zwischenfrage zugelassen wird, und will Sie dann fragen, ob Ihnen die Stellungnahme
des Landesjugendringes NRW zur Anhörung Rechte von Kindern und Jugendlichen in NRW bekannt ist, in der ausdrücklich ausgesagt wird, ich zitiere wörtlich, die Absenkung des Wahlalters bleibt darüber hinaus deutliche Forderungen aller Jugendverbände in NRW und des Landesjugendrings. Wir bedauern ausdrücklich, dass es zurzeit wenig Anlass gibt, auf eine entsprechende Änderung zu hoffen. Absolut. Ja, lieber Kollege Körfges, selbstverständlich ist mir die Stellungnahme bekannt. Ich hatte darauf ja auch schon hingewiesen. Ich möchte aber noch ergänzen, dass einige Jugendverbände sogar noch weitergehen. Wahlalter 16 wäre für viele gar nicht weit genug, gar nicht konsequent genug. Wir wissen, dass viele jetzt Wahlalter 14 diskutieren, auch wieder neu über Wahlalter 0 diskutieren. Das finde ich spannend und deshalb wäre es ein leichtes gewesen, Herr Witzel, wenn Sie hier Wahlalter 16 zugestimmt hätten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Hanses. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Dr. Wolf.